Moin. Ja, ich bin Charlie Chopper Hancock. Ich kann alles fahren. Also egal, ob es schwimmt, ob es nicht schwimmt und untergeht, ob es fliegt, ob es fährt, müsst ihr mich nur dran lassen. Ich repariere es, ich fahre es. Ihr könnt euch später dann bedanken, wenn ich euch das Scheiße rausgefahren habe. Ja, entschuldigt, Vizeadmiral. Es könnten auch die Chinesen gewesen sein. Das ist richtig. Ich habe große Vermutung, dass entweder die Russen, die Chinesen oder Terroristen an Bord sein könnten. Nun, die Zeit rennt. Wir müssen uns beeilen. Sie haben 2 Stunden für die Vorbereitung. Ich erwarte, dass Sie das Schiff entern und die Situation klären. Haben Sie das verstanden? Wie Sie an Bord kommen, ist mir egal. Wie Sie das schaffen, ist mir egal. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, in die Elite. Haben wir jemanden im Team? Ich weiß, der Technikkram zuständig oder beziehungsweise für Mechaniken. Das ist hier Chopper vermutlich, oder? So ein Seitenschneider, also Schneider oder so. Ich habe ein Messer dabei. Ich hol ein Messer raus, das ist etwa 40 cm lang und in der breitesten Stelle etwa 6, 7 cm breit. Was soll's, wir können es auch aufsprengen, zweifelsfrei, selbst wenn es ein kleines Schloss ist. Also mal, ja gut. Wir haben einen Chopper und ein Messer, das reicht. Ihr schleicht euch zur Brücke hoch und merkt relativ schnell, ihr seht überhaupt keine Bewegung mehr oder irgendwas anderes. Aber wirklich überall ist es dunkel und durch den Nebel und durch die Stille, ja so ein bisschen, das seid ihr nicht gewöhnt, dass überhaupt keine Geräusche da sind in der Natur. Ihr wirklich schleicht, ein bisschen langsamer vorankommt als sonst. Verunsichert euch natürlich nicht, ihr seid die Besten. Aber ihr haltet eure Formation, kommt auf die Brücke und die Tür geht tatsächlich auch problemlos auf zur Brücke. Ihr checkt natürlich in eurer gekonnten Art und Weise mit Rollen und reinrollen und dass da dass da niemand drin ist und betrete dann die Brücke mit Gewehren und Pistolen im Anschlag und es ist gespenstisch auf der Brücke. Es ist alles dunkel, alle Computer sind aus, alle Bildschirme sieht aus, es gibt keinen Strom und auch die Maschine des Schiffes läuft nicht. Chopper, du bist nur in einer Ecke, guckst ja gerade den Computer an. Dann mit deiner kleinen Lampe, wahrscheinlich Laterne, die irgendwie auf deiner oder Licht an deiner Waffe, weiß nicht, wie du es machst. Also befindest du an einem der Computer irgend so eine, das schimmert irgendwie sowas ganz komisch. Gehst du ein bisschen näher ran und da siehst du irgend so einen ekligen, zähen, grünlichen Schleim, so eine Lache auf der Tastatur. Geht ihr weiter in den Maschinenraum rein und ihr merkt schnell, das ist echt verwinkelte Gänge, überall dampft es, es ist noch warm und heiß, die Kessel. Das heißt, ihr merkt relativ schnell, dass ihr große Probleme habt mit eurem Nachtsichtgeräten, weil sehr viel Hitze in diesem Raum ist. Es gibt überall kleine Leitern, es geht mal nach oben, mal nach unten und tatsächlich hört ihr da jetzt auch immer wieder plötzlich Geräusche aus einer Ecke, dreht euch um, aber da ist nichts. Und so geht ihr langsam durch diesen Maschinenraum durch. Bei irgendeiner dieser Abzweigungen und der Leitern, über die ihr musst und dann irgendwie auch sehr dunkel und das Nachtsichtgerät ging an dieser Stelle nicht richtig. Hört euch auf einmal auf. Ja, irgendwie ist eure Reihenfolge verändert, denn irgendwie muss Chopper falsch abgebogen sein. Und ihr seid kurz noch zu dritt und Chopper, du siehst auf einmal, bist irgendwie alleine im Maschinenraum, musst irgendwie falsch rechts in irgendeinen Winkel gegangen sein, wenn die anderen geradeaus gegangen sind. Man sieht auch einfach nichts. Ich check mal ganz kurz. Ich bin ja hinten, also ich drehe mich weg von den anderen, mach das, ich glaube, das Nachtsichtgerät hoch und schalt die Lauffunzel an. Nach hinten weg sozusagen, kann ich dann besser sehen als mit dem Nachtsichtgerät in der Umgebung? Ja, ein bisschen. Leute. Du drehst dich um und die anderen sind auch scheinbar weitergegangen und weg. Mojo, du hast die Geräusche gehört, du weißt, dass deine Truppe da irgendwie 6 Meter vor dir irgendwie um die Ecke sein muss. Willst gerade irgendwie da hingehen und denkst dir, ja, alles nochmal gut gegangen. Merkst du irgendwie eine Bewegung über dir, guckst noch hoch und ja, irgendwas, was ist das? Schwer zu sagen, was das ist, aber das muss ein Monster sein.
riesengroß, also nicht riesengroß, aber hat schon so groß wie du, vielleicht einen Tick größer sogar. Und mit einem Riesensatz Fell bedeckt im Dunkeln schmeißt sich dieses Etwas, dieses Untier mit seinen rot leuchtenden Augen auf dich drauf. Schleicht ihr euch mehr oder weniger an ihn an? Will einer von euch irgendwas zu ihm sagen, machen, tun? Also er scheint euch gar nicht zu sehen. Er steht da, raucht irgendwie, geht so langsam vorwärts und ihr kommt so von schräg hinten. Ich zisch ihn dann von hinten. Mach die Kippe aus, du Depp. Ich drehe mich um und ramme mein Messer in das, was auch immer er gesprochen hat. Außerdem sollte Washington informiert werden. Die Lage ist geradezu katastrophal und im Augenblick sieht es nach 70-100% Verlusten an Bord aus. Schweine. Und die haben uns da reingeschickt. Und ohne Schutzausrüstung. Hier ist Captain Joe Whittaker. Wer ist da? Identifizieren Sie sich. Hier ist Admiral Dmitri Otschmarow vom russischen Atom-U-Boot Potemkin. Sie haben eine Wahl, die ich Ihnen lasse. Sie können entweder vernünftig sein und mit mir die Welt retten, oder Sie können sterben. Suchen Sie sich aus. Außerdem sind wir Navy Seals und wenn die auftauchen mit ihrem U-Boot, dann können wir das russische U-Boot klauen. Ich kann alles fahren. Warum sollten die auftauchen? Also umbringen wollen sie uns scheinbar nicht. Nö. Die wollen einfach wahrscheinlich sehr genau wissen, wer wir sind und ob wir eine Gefahr sind. Aber genau. Ich halte trotzdem nichts davon, wenn jemand versucht, mich zu vergiften. Weil das ist mein Job, Leute zu vergiften. Und you don't play the player. Ruth, die dort schon und auch hier jetzt wieder sich gegen diese Kreaturen eingesetzt hat, sei eine Hexe. Bring mir diesen Mann. Und dann klären wir das hier gleich. Das klingt wie eine schwere Lüge. Ihr konntet euch nicht mal gegen ein paar Wölfe verteidigen und dann wollt ihr Dornbestien bekämpft haben? Bring mir diesen Mann. Ja, an deinem Schläfchen. Mach schon endlich. Na gut, er läuft los. Dann lass ein Messer vielleicht ein Stückchen weg von meinem Hals. Der Doktor kommt auch raus. Ich konnte ihrem Freund helfen. Ich glaube, ihm geht es morgen wieder gut. Vielleicht spätestens übermorgen sollte er aufwachen. Hat hier noch Schwierigkeiten? Wenn ihr euch bitte den Arm meiner lieben Freundin hier anschauen könntet. Sie wurde furchtbar stark von einer Wolfsbestie angefallen, kurz bevor eure Kollegen versucht haben, sie zu vergiften. Er holt eine große, krumme Nadel raus und einen dicken Faden. Das nähe ich schon wieder. Kein Problem. Mach dich daran, deinen Arm zu nähen, wo du gerade wach wirst. Können wir doch mal was von diesem Schlafgift haben? Ja. Die wollten eine Ruth vergiften. Nein, das erzähle ich nicht, sonst sind wir reg ihn lieber nicht auf, der soll liegen und der kann das erzählen. Und heilen. Wenn wir weit weg sind, dann erzähle ich ihm, was er verpasst hat. Katzen, es ist alles in Ordnung. Genau. Wir sind hier sicher, alles ist gut. Kannst du liegen bleiben und dich weiter erholen. Endlich. Mann, ich dachte schon, hier ist gar nichts mehr. Frechheit. Guter Eintopf. Machen wir, gibt eine gute Belohnung für diese Rotköpper. Sagen wir, fesseln sie und legen sie hier irgendwo abseits hin. Ja, alles klar. Sowas habe ich meine Dolche im Ärmel. Die stehen auf. Okay. Und, interessant. Gehen zu Ruth. Und ja, machen die irgendwie die Arme hinter den Rücken fest und die Beine zusammen. Der Erste, der sich über sie beugt, ja? Der soll einfach mein Messer direkt an seine Kehle gehalten bekommen. Scheiße, Oh Mann! Nichts reingetan! Den dritten. Natürlich habe ich da was reingetan. Ja, ein Messer. Ich habe ein Messer. Oh, die gehört auch dazu. Hat sogar zwei Messer tatsächlich mittlerweile. Also. Ja, okay, ich bringe euch zu eurer Hütte. Kommt mit. Wie heißt du gleich? Zeigt auf dich. Kaspar. Komm mit, ich zeig dir eine Plane. Da haben wir bestimmt noch einen Schlafsack. Aber
Ich zeige auf die Hütte. Die ist voll. Unsere Verwundeten müssen da rein. Ich zeige auf die Hütte von den beiden Damen. Entschuldigen, Sie wollen doch nicht mit einer Dame im gleichen Raum schlafen. Mit zwei. Wir sind wie... Ich bitte dich. Als ob ich in meinem Zustand... Ja, deswegen glaube ich ja auch, dass das heute nichts für dich ist, du. Ja, guck dich nochmal an, Kasper. Wenn die tellergroßen Spinnen über einen rüberklettern, einfach kurz nicht bewegen. Mein Scherz, er lacht. Das kann doch nicht sein. Ich ergreife das Wort. Zu Ihrer Linken sehen Sie die Mastabas und Felsengräber der 5. und 6. Dynastie. Jetzt halt mal die Klappe. Es fliegen, es gehen nicht nur Soldaten, sondern es kommen auf einmal da auch aus dieser Richtung und aus dem Sturm ganz kuriose Kampfflugzeuge auf euch zu. Und die fliegen dicht an der Säule entlang und stoßen sich dann an dieser Basis von ihr ab, um in den Wüstenhimmel zu steigen. Eins dieser Flugzeuge biegt eine Kurve und ihr seht, wie es direkt auf euren Bus Graben, fliegt. Graben, ab in den Graben. Graben. Ja. Unter dem Bus, Deckung, unter Deckung, dem Bus, Deckung. Unter dem Bus. Zur Hölle. Ich richte mich zu meiner vollen stattlichen Größe auf von 2,06 Meter. Holla. Bei knapp 155 Kilo Muskelmasse. Wirklich ein absolutes Tier. Du Pferd. Zerreiße mein Hemd. Was? Und brülle. Für sowas hier wurde ich geboren. Und dann renne ich los in Richtung von diesem Hubschrauber und fange an, mit dieser kleinen Fackelpistole auf das Ding zu schießen. Ja, tatsächlich. Da freut sich der Spieler. Adebowale. Ja, bitte. Was denn? Rennt wie ein verfluchter Adebowale diese Gänge lang. Kelsey rappelt sich, nachdem er so überhaupt nicht loskam, schafft das doch noch irgendwie zu rennen. Merkt aber, das ist er irgendwie nicht gewöhnt und dann ist da Java, die irgendwie schon vor ihm war. Auf einmal holst du sie ein, aber irgendwie ist das der Moment, wo sie sich aufrappelt. Sie muss irgendwie aus dem Tritt gekommen sein und hat aber Folter nicht gesehen, dass du von hinten kommst und so tatsächlich bringst du dich völlig aus dem Gleichgewicht und du fällst der Länge nach auf diesen Boden hin. ADHS vielleicht. Ich dachte, die Rambo-Typen haben sie in der Ausbildung aussortiert. Ich bin zu klug für. Du machst mich fertig, ganz ehrlich. Jetzt hör auf, durchzudrehen. Ja. Und reiß dich zusammen. Und wir suchen jetzt dieses Ding gut. Ja. Ja, wir sind Amerikaner, da wird's weggepiept. Oh mein Gott! Wir dürfen verfehlen! Genau, du bist piep! Muss ich jetzt alles nachträglich machen? Ja, ich würde sagen. Wir machen nun den Atomtorpedo fertig. Es ist Ihre letzte Chance. Fucking Torpedo! Etwas Riesiges kommt hervor. Riesige Arme, also wirklich riesig, gigantisch groß. Also, was schätzt ihr? Scheiße groß. Ja. Scheiße groß. Overfield groß. Godzilla groß. Größer. Ja. Größer. Ja, einfach gut, Stabilität. Ja, warte, kommt gleich. Es sieht irgendwie so aus, als würden darum Flügel aus dem Wasser kommen. Oh Gott. Ein Riesen, ihr denkt erst, kommt da, ist das Atlantis, was aus dem Wasser kommt, aber tatsächlich ein riesen kahler Kopf kommt aus dem Wasser, an dessen Ende zwei riesige Augen sind und in dessen Ende tatsächlich lange Barttentakel sind, riesige Hände und dann ist da dieses Vieh,
steht irgendwie 150 Meter hoch, nein, nicht ganz, 100 Meter, 70 Meter genau, quasi auf dem Wasser und zerschlägt ein Schiff einfach in zwei. Mojo fällt tatsächlich einfach in irgendwelchen Zuckungen von Bord und geht wie ein Stein unter. Schabeis, Augen quillen hervor und zittert und du kippst nach hinten, deine Beine sind in der Luft und du zitterst völlig unkontrolliert und erschlaffst dann. Ed lässt ein... Ich stehe wahrscheinlich da und mache nur... Ja, genau, einen 34-sekündigen Schrei. Harper, Chopper. Zündet sich wahrscheinlich eine Zigarette an. Nein. Ein Bierchen. Ich werde der Erste sein, der mit einem Rambo-Messer und einer Pistole ein russisches Atomboot entert. Weiß egal. Ja, weg von dem, wo das ist. Weg. Ja. Da fährt er so 30 Sekunden mit Knattervolldampf. Da werdet ihr hinter euch wieder auf etwas aufmerksam, denn das russische Atom-U-Boot kommt aus dem Wasser und feuert auf das gefallene amerikanische Schiff quasi. Und what? Okay. Ohne es jetzt sagen zu wollen, aber wir kommen mit dem Ding nicht weg. Können wir das U-Boot entern? Die sind aufgetaucht. Ja. Aber sowas von. Ich drehe um. Nee. Chopper, du drehst nicht um. Nee, bin du hast um? Noch Panik. Okay. Kurswechseln. Ja, genau. Ich sehe, dass das Chopper total ist. Scheiß Sache. Wer hat mir das von Riesententakeln gesagt? Chopper. Und versuchen, die Steuer aus der Hand zu reißen. Wir haben jetzt die Chance, das U-Boot zu entern. Hör auf zu diskutieren, nimm ihm Steuer weg, verfluchte Scheiße. Zu viel Tentakel, Oktoboden. Ich packe Chopper von hinten an der Schulter und brülle ihm von hinten quasi ins Ohr. Chopper, die Russen, hinter uns das U-Boot, los! Okay. Also ich hätte jetzt erwartet, dass du ihn niederstichst, aber es ist okay. Ja. Das waren Triggerwörter, Russen. Genau. Ja. Ich gucke den Captain an. Wolltest du das jetzt ausdiskutieren? Tatsächlich, ihr dreht um, fahrt auf das U-Boot zu und seht aber, dass es auf dem amerikanischen Schiff tatsächlich ein Atompilz in die Luft steigt. Fucking hell. Wir sind eh tot. Scheiß ja, drauf, wir sind eh tot. Du hast schon auf ihn zu. Und er rennt auch, ja, und er rennt auch auf euch zu. Das Schisshase-Spielchen. Ihr seht, wie er seine Faust nach oben reckt. Der will also voll in den Panzer reinschlagen mit seiner Betonfaust. So, dann das Blut spritzt hervor förmlich, aber seine Faust leuchtet und er droht im nächsten Moment zu schießen drauf. Aber die anderen. So, Sabine, dann mach doch mal einfach noch eine Fahnenprobe. Warum zwingst du mich? Du setzt auf ihn zu, aber es sieht so aus, als könnte er locker ausweichen, aber irgendwie verhakt er sich in seiner Bewegung und ja, und ihr seht. Ey, es macht immerhin du-dup-du-dup in einem Panzer bei dem Typen. Das ist schon krass. Ja. Ich sehe mich mal nach hinten um. Also ich meine. Ja, du siehst irgendwie so ein, er hat Arme ausgestreckt. So ein Loch im Boden, wo er drin liegt. Also er ist quasi von euch so in den Boden gepresst worden. Okay, also er ist nicht Mus. Steht er wieder auf? Nein, er ist nicht Mus. Er bewegt sich nicht. Gieß nochmal drauf. Ey, das kann ich doch nicht machen. Nein. Das ist quasi ein Bodybuilder-Kollege. Nein. Ist Rohr. What? Gib ihm noch eine mit, für den Fall, dass... Bin kein Bodybuilder-Kollege. Ist jetzt eigentlich nicht so die richtige Zeit für eine dramatische Offenbarung? Ja, ihr fahrt so langsam von ihm weg. Ihr seht so wie der Undertaker, er setzt sich nochmal hin. Ja, ihr versteht ihn ja nicht, das ist ja noch das Schlimmste. Aber er guckt auf jeden Fall zum Löwen und seine Augen weinen. Er sagt irgendetwas zu dir, was du nicht verstehst. Bodybuilder-Kollege. Ja, und in dem Moment trifft ihn die Kugel aber sowas von am Kopf und er oh nein. In die Luft und Oh, wie dramatisch. Ja? Ich packe das Rohr, das Geschützrohr des Panzers und ziehe es nach oben, als er gerade feuern will. Okay. Nein. Ja. Und pass auf, jetzt geht's erst richtig los.
Und jetzt lege ich die zweifelhafte Romanze. Der Steinfaustmensch sozusagen verfällt mir. Ja, Hammer. Genau. Also ich rette ihn da mit meinen glänzenden, öligen Muskeln sozusagen. Das zerfletterte Hemd noch auf mir und er erkennt den verwandten Geist und was auch immer er noch erkennt. Ich habe ja keine Ahnung. Und das wollen wir auch gar nicht. Er weiß, dass wir Seelenverwandte sind. Deine Augen leuchten vor Glück. Er rennt hinter eurem Panzer her, winkt sich galant rauf und liegt dann so in so einer Ellbogen aufgelegt Haltung oben drauf. Ich dachte, wir klatschen ab. Kurz vorm Lager tritt euch Kapuzen-Kobra entgegen. Ja, bitte. Fuck. Kapuzenkobra scheint so ein bisschen die Anführerin der Soldaten zu sein. Er trägt seltsam aussehende Pistolen in der Hand und er schreit: Schnappt sie euch, Idioten! Ich breche in schallendes Gelächter aus. Ja. Wie gesagt, ich breche da in meinem Panzer in schallendes Gelächter aus. Ja. Reiseführer. Nicht schlecht, Amerikaner. Ich werf dir das Maschinengewehr zu. Scheiß Gerät. Wirfst sie im hohen Bogen und sie landet genau auf seinem Kopf. Yes! Er guckt völlig verwirrt nach oben und Sabine, Farbprobe. Okay, das war gar nicht so schlecht. Er guckt verwirrt nach oben und in dem Moment rattert ihr herbei und und der Berserker-Panzer hier. Aber jetzt stehen alle um sie rum. Ich kann sie nicht überrollen. Warum steht ihr um sie rum? Ich will sie überrollen. Aus dem Weg! Rumpel. Der Löwe guckt. Macht einen Schritt zur Seite. Knatterst über sie rüber, auch irgendwie über irgendwelche Kisten und so. Ich habe schon drei Bossen platt gemacht. Du guckst aus der Luke raus, hörst eine Stimme. Hallo, starke Frau. Kann ich bei dir bleiben? Oh mein Gott. Lady Karamell sitzt auf dem Panzer und schäkert dich so ein bisschen an. Opportunistin schlechthin. Nur du kannst mich beschützen, das weiß ich. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist wirklich... Ich habe nicht gedacht, dass du so stark bist. Halt die Fresse! Ja, und haust ihr den Spaten und sie macht so eine 90-Grad-Drehung und kippt vom Panzer runter. Tales from the Loop. Ich brülle so, ihr Schweine! Ihr Schweine! Und dann schubsen sie dich so ein bisschen weg. Hau ab da jetzt! Habe ich meine Kanone noch in der Hand? Ja, hast du. Okay, wenn die mich dann wegschubsen, ja? Gehe ich so um so. Ich könnte euch jetzt erschießen mit meiner Enterhakenkanone, ihr Schweine! Er zittert so ein bisschen so extra doll. Ich hab richtig Angst, du kleiner Mann, du. Geh! Geh! Guck den an. Wird richtig rot. Sag dann so. Du bist tot! So, und dann halte ich ihm so die Enterhakenkanone entgegen und drücke ab und hoffe, dass was passiert. Ja, der Pfeil zu deiner Selbstbestätigung fliegt dieser Pfeil los, aber landet so nach 2 Metern auf der Erde. Und dann brüllen sie: Hinter ihm her! Jetzt lass ich die Kanone fallen. Ja. Dreh mich um und gebe Hackengas. Tales from the Loop. Und dann sehe ich, wie Mandy da ihre Sachen auf den Tisch schmeißt. Und so, hey, was ist denn los? Mathe. Was passiert? Nur Mathe? Ja, nicht nur, aber hauptsächlich. Also heute hauptsächlich. Ja, komm, bei Mathe kann ich dir ja helfen. Was ist denn noch los? Naja, sie hat mich heute zur Nachhilfe alleine. Diesmal war niemand da. Das war so gefährlich. Ich bin so ganz, ganz knapp, bin ich dem Experiment noch gerade so von der... Hast du gesehen, wie sie... Hat sie sich verändert? Tales from the Loop.
Ja, aber als du reinkommst, mache ich. Mike, weißt du, was passiert ist? Das war ein A13. Oh mein Gott, wer war's? Ja, die Mathelehrerin natürlich. Oh ja, die ist fies. Die ist richtig fies. Sie hätte mich beinahe erwischt. Beinahe. Aber ich konnte abhauen. Ich habe einen. Warte. Was ist. Oh, verdammt. A13 ist beinahe Überfall, ne? Was ist ein echter Überfall? Warte, ich blätter in meinem Kopf. Guck so leicht genervt auf. Oh, steck mir einen Finger ins Ohr. G13. Schreib weiter. Ich hatte einen dreifachen G13 im Steinbruch. Nein. Oh ja. Oh ja. Billy Jenkins und diese Arschgeigen mit ihren Mopeds. Tales from the Loop. Ist ja kaum, also das schaffen sie ja fast schon. Mein Dad kann nicht kochen. Dann soll er die neuen Fertigmenüs aus dem Supermarkt kaufen. Die schmecken scheiße. Entschuldigung, Sir, die schmecken nicht gut. Aber die sind gesund, Michael. Die sind... gesund. In M&M's sind ziemlich viele gute Sachen. Nüsse haben einen unglaublichen Energie. Er hebt einen roten raus. Das ist keine Erdbeere, Michael. Nein, das ist ein Nuss mit schokolierter... Das ist kein Apfel, Michael. Das weiß ich, Sir. Tales from the Loop. Ja, in der Nähe von Hemingway, vom Park. Also, wir können ja mal hinfahren. Und, ja, wir können ja... Da wurde was gesehen, habe ich gehört. Menschen aber wir können, weiß ich nicht. Wir können ja mal hinfahren und gucken, ob wir was finden. Vielleicht ist es wirklich eine Alien-Mumie. Vielleicht ist es doch eine Alien-Mumie, das stimmt. Aber deswegen müssen wir zuerst hinfahren und gucken, damit wir wissen, welcher Pin dafür verwendet werden muss. Ich dachte, Alien-Mumien sind doppelt krass. Genau. Wenn sie noch leben. Weil sie unsterblich sind. Und naja, leben, Mumien leben ja nicht, die sind ja tot, aber laufen ja rum. Nein, die sind untot. Du liest die falschen Bücher, Elli. Ne? Ah. Tales from the Loop. Aber ist es jetzt Papier oder ist es tatsächlich Stoff? Papier ist es nicht, das ist Stoff. Ah. Ja, guck, das ist kein Klopapier. Das ist, sieht man doch. Also Elli, Lagebericht. Lagebericht? Wie ist die Lage? Wie viele Laken hat das Papier? Wie viele Laken hat das, genau? Hier lag ich. Lagebericht. Vierlagig. Tales from the Loop. Ich versuche unauffällig rüberzukommen. Läuft aus dem Ghetto Blaster AC/DC. Ich versuche ganz klein und unauffällig zwischen den anderen zu stehen. Und sie steigen ab und machen sich groß und kommen auf euch zu. Zumindest Billy. Du schon wieder! Ist der normal von Schienbein treten, oder was? Er packt M&M am Kragen. Was macht ihr hier? Auf unserem Campingplatz, hä? Ich bin ein sehr friedlicher Zeitgenosse, aber es stinkt mir tierisch, dass der Typ mich angeht, weil er eigentlich auf Mike sauer ist. Und deswegen schubse ich ihn jetzt zurück. Oh, und dann sage ich, war ja klar, dass du kein eigenes Zuhause hast. Was soll das? Jetzt habe ich Oberwasser. Tales from the Loop. Ihr geht an zwei Mädchen vorbei, eine Klasse unter euch, und hört nur so nebenbei, als ihr vorbeigeht. Ach, die Mumie, die sucht doch bestimmt eine Frau. Muss Liebe sein. Kann man sonst auferstehen, wenn man nicht jemanden liebt? Die andere ist ganz begeistert. Oh ja, es ist eine romantische Geschichte. Dieses Gerücht, es muss wahr sein. Wirklich? Och, ist das schön. Ich hab voll Mist im Kopf. Was sind die los? Ich mach Kurzgeräusche, ja, und verschluck mich dabei fast an einem M&M. Was denn wirklich? Zu M&M drücke Kram raus. Kannst du wenigstens nach Hause gehen? Also, wer kotzt da nach Hause? Ich steh eine Weile und gucke so auf diese M&M-Dinger, die mir da in die Hand gehen, und überlege, sie wieder zu essen. Und dann, es ist ja nicht gekotzt, es ist ja nur rausgespuckt. Regenbogenkotze. Es ist ja nur rausgespuckt, nicht gekotzt in dem Sinne. Und dann gucke ich euch so an und ihr guckt mich an. Und ich... Was? Was?
Mumien sind doppelt krass. Genau. Wenn sie noch leben.